Was wir in dem Video machen, verrate ich nicht. Das seht ihr nämlich jetzt. Ich werde jetzt direkt mit dem Herrn Reinsch, Thorsten, die nächsten Aufnahmen machen für die Düngung des Rasens. Und dann wird vielleicht noch ein bisschen gewalzt. Mal gucken, weil so eine Riesenfläche zu walzen ist einfach echt totlangweilig. Aber was so... Was sonst? Nee, zeigt er alles. Ja, was hier im Hintergrund läuft, das kann ich noch nicht zeigen. Ich kann ja mal vorsichtig kurz so schwenken, so dass es kurz im Bild ist. So. Und jetzt gleich wieder weg. Ja, jetzt so. Das wird es irgendwann noch auf meinem Kanal geben. Ich hab's, ich halte es mal kurz fest, ich habe die Exklusivrechte, das wird als erstes auf meinem Kanal gezeigt. Nirgendwo anders im Internet. Er bestätigst. Ja. Ja, danke. Er bestätigt, danke. Nee, also das wird krank, das Teil. Aber jetzt erstmal haben wir hier gesät. Jetzt geht's gleich weiter mit doppelter Ausbringtechnik. Da. So viel zeige ich schon mal. Das und... Das da und das da und das da und noch viel mehr erwarten euch im nächsten Teil. Thank you.
Direkt über diesen Slow Motion kommt ein Kommentar, das passt nämlich immer super, dafür verschwinde ich nochmal an den Rand. Und es lohnt sich, dran zu bleiben, denn am Ende des Videos zeige ich ein paar Einblicke auf das, was übernächste Woche gezeigt wird, nämlich draußen auf Epicville. Da haben wir einen Fahrtag gemacht mit, ich schätze mal, 10 bis 15 Maschinen waren wir. 7 Fahrer, das hat echt Bock gemacht, das war echt cool. Ich bin selbst gespannt, wie ich das schneide, wie es wird, wie was daraus wird und ob es euch gefällt. Aber jetzt geht's erstmal zum Kommentar von Benny Hormann 805. Hallo Jan, wieso wendet ihr nicht eigentlich die Scheibenradtechnologie an? Die kam bei so kleinen Häckslern häufiger zum Einsatz. Außerdem wirft der durch das Häckselwerk bzw. Wurfgebläse besser aus. Ja, richtig. Habe ich tatsächlich auch schon gebaut. Ich habe es auch schon getestet. Hat auch gut funktioniert. Nur irgendwie kam es irgendwann dazu, dass irgendwelche Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, gesagt haben, dass eine Häckseltrommel geiler ist. Und dann habe ich mich irgendwie davon überzeugen lassen und habe es dann einfach so gemacht. Ich bin natürlich an einer neuen Version des Häckslers dran. Und werde, sofern es mir möglich ist, schnellstmöglichst daran weiterbasteln. Und wenn jetzt die neue Häckseltrommel mit 10 Messern, natürlich Aluminium gefräst oder vielleicht sogar Stahl, damit die Schwungmasse höher ist, nicht funktionieren sollte, dann werde ich das tatsächlich mit einem Scheibenrad-Häcksler testen und schauen, ob das funktioniert. Die nächste Frage. Steht eigentlich schon ein Kreisel Heuer oder ein Kreisel Schwader in Planung? Nein. Aber was anderes Cooles zum Schwaden, nämlich ein Bandschwader. In der WhatsApp-Gruppe, die man einfach kostenlos abonnieren kann, da kann man nichts reinschreiben, da kann man nur ab und zu mal reingucken, wenn man möchte. Da kann man einfach verfolgen, was ich so an aktuellen Projekten habe. Da stelle ich immer mal wieder Bilder rein oder eben auch auf Instagram. Da heiße ich genauso wie hier, Epicville. Da lohnt es sich auch mal reinzuschauen, weil ich da die aktuellen Projekte, aber auch alte Projekte immer mal wieder zeige. So hat man auch eine Erinnerung von dem, was damals mal passiert ist. Also es lohnt sich auch da einfach mal reinzuschauen. Mit Adapter geht alles, ne? Genau. Das ist der. GoPro fährt nur. Ja, gut. Ja, tatsächlich. Hat geklappt? Ja. Heftig. So, warte mal eben. Ich muss mal eben Strom raufgeben. Hat der Ton? Nee, ne? Nee. Gut. Der hat leider nichts. So, dann fahren wir den mal vor. Ja, du musst bei dem Modell tatsächlich, wenn du den anschaltest, auf dem Radlader schon stehen. Ach so. Wenn du erst Strom drauf gibst und gehst dann auf Radlader, dann stimmt der Nullpunkt nicht. Ah. Dann fährt er nämlich stinknormal erstmal vorwärts oder rückwärts. Er überlegt sich das denn, was er macht. Ja.
Mach nichts.
So, wir haben jetzt folgendes Problem. Wir haben gerade, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, mit zwei Maschinen gefahren. Der Fendt mit dem da funktioniert aber nicht mehr so geil. Also es funktioniert noch, aber die Schnecke ist zu langsam. Das ist bei der zweiten Version bald erhältlich. viel, viel besser. Andere Windung und ein schnellerer Motor drin. Egal. Die Teller sind auch viel, viel schneller, größer. Die haben einen besseren Durchmesser und andere Wurfschlägel oder wie die Dinger heißen. Also das Wurfbild ist bedeutend besser. Jetzt laden wir nochmal auf. Allerdings fahren wir nur noch mit einem. Und euch wünschen wir viel Spaß bei den weiteren Aufnahmen. Viel Spaß. Der nächste Kommentar von Modellbauer RC, jeweils mit Bindestrichen. Die Hacktrommel wird mehr als 4 Messer brauchen. Erledigt. Die Klingen von Bleistiftspitzern eignen sich da sehr gut. Auch erledigt, die habe ich tatsächlich verwendet. Und bitte bau die Trommel aus Metall. Man unterschätzt, auf welche Kräfte in unseren Modellen wirken. Ist immer schlecht, wenn Teile durch die Gegend fliegen und dann in den Pfoten von Hunden wieder auftauchen. Da hast du vollkommen recht und alleine nur aus diesem letzten Sicherheitspunkt, für den Hund oder für die Hunde, die ab und zu bei uns rumrennen, wird das Teil auch aus Metall gemacht. Allerdings auch aus energetischen Gründen. Ist das überhaupt ein Wort? Aus kinetischen? Aus Gründen der Energie. Und zwar, Eisengefräste, also ruhig schweres Metall, gefräste Teile sind um ein Vielfaches schwerer, haben mehr Schwungmasse logischerweise und bei höherem Blutfluss wird die Trommel nicht so schnell gestoppt. Das heißt, alleine auch deswegen wird sie aus Metall gemacht, aber eben auch aus Gründen der Sicherheit. Schön für, toller Beitrag, ganz herzlichen Dank dafür. Weiter geht's erstmal mit ein bisschen schnelleren Aufnahmen. Dass wir die Maschinen denn zum Schluss anders voll gemacht haben, also so von Hand einfach aufgefüllt haben. Das darf man gerne mal sehen, weil ich daran gerne auch erzählen möchte, dass wir nicht alles, was hier auch auf Epic Will passiert, immer perfekt nur mit Maschinen gemacht wird. Das ist sowohl theoretisch wie auch praktisch nicht umsetzbar. Man hat in der echten Landwirtschaft ja auch mal die Aufgabe, eine Schippe zu nehmen und aus den letzten Ecken, was weiß ich, mit der Hand was rauszuschaufeln. So ist es eben auch bei uns, dass wir viele Arbeiten, die zu groß für die Trecker sind, nicht machen können. Deswegen bleibt es dabei, dass wir halt ab und zu auch mal Arbeiten von Hand machen.
Das meiste wird aber mit den Maschinen gemacht. Einen letzten Kommentar gibt's noch, sogar von einem Mitglied. Vielen Dank dafür, dass du ein Mitglied bist, Daniel Gloger 9970, auch schon länger. Und danach gibt es noch ein paar Action-Aufnahmen und dann wird auch noch ein kleiner Einblick in das kommen, was übernächste Woche gezeigt wird. Nämlich ein epischer Fahrtag hier auf Epicville mit insgesamt, ich weiß nicht, 15 Maschinen oder so. Das war der Hammer. Total geil. Es lohnt sich reinzuschauen. So, Daniel, dein Kommentar. Jan, mal wieder ein super Video. Ich bin schon aufs Frühjahr gespannt, wenn der Häcksler richtig läuft. Dann komme ich gerne her als Abfahrer. Ja, sehr gerne. Wenn du ein cooles Gespann hast, einen Hänger, der kippen kann, mal her damit. Ich freue mich drauf. Also ihr merkt, ein Abo lohnt sich. Und damit geht's auch direkt schon zur Verabschiedung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr noch ganz schnell einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch nicht so gut gefallen hat oder was euch gefallen hat. Einfach rein in die Kommentare, dann kann ich mich für euch verbessern. Ich freue mich auf euch in 2 Wochen. Bis dahin, let's play RC Farming. Jo, mach mal, die Teller volle Pulle. Ja, 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 ja. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Das sieht sogar ziemlich geil aus, das Spiel, oder? Ich gebe jetzt mal ein bisschen mehr Schub, dass der Masse hat, ne? Du kannst gerne auch ausprobieren, die Teller andersrum drehen zu lassen, ne? Kannst du vielleicht gerne mal machen. Ja. Einfach mal testen, ja. So, ja. Jo, läuft. Weißt du, was ich meine? Da hast du in der Mitte nichts, aber eben. Thank you.
Musik.